an Bord. Wir müssen zur Jedi-Enklave auf Dantooine. Dort können wir uns verstecken. Hoffentlich. Jäger im Anflug! Oh, jetzt kommt ein Minispiel. Das kommt ganz oft. Schnell zu den Geschütztürmen. Die Sith-Jäger müssen aufgehalten werden, bis wir die Hyperraumkoordinaten eingegeben haben. Los geht's. Alles draufholz, wir werden angegriffen von dem Schiff. Wir haben einen kleinen Lichtcomputer. Und da können wir auch die Schiffe sehen. Ah, du Arsch! Wir können auch sterben. Da unten haben wir so ein Schadensmessding, glaube ich. Ja, da. Und wir leben so zwei. Wow, das war kacke. Wer kann plötzlich sein? Wer von euch pissern will, als ich so sterben? Kommt her! Was dann passiert ist, dass Karth schreit: Schwerer kritischer Schaden, die Ebenhawk bricht auseinander! Komm her! Also, wenn wir es. Komm her! Ich mach dich tot! Ich habe das Gefühl, als sei es schon eine Ewigkeit her, dass ich hier war. Dabei waren es nur ein paar Monate. Wie hier sind wir erstmal vor Malak in Sicherheit. In Sicherheit? Ihr wisst, was seine Flotte auf Taris angerichtet hat. Da stand kein Haus mehr, das höher gewesen wäre als zwei Stockwerke. Sie haben den ganzen Planeten in eine einzige Müllhalde verwandelt. Selbst die Sith werden es sich zweimal überlegen, bevor sie Dantooine angreifen. Es leben viele Jedi hier. Und manche von ihnen zählen zu den mächtigsten des Ordens. Ein Grund mehr anzugreifen, oder? Große Kraft. Ein Grund mehr anzugreifen, definitiv. Aber das mit Taris ist hart. Ich meine, all die Leben, die wir gerettet haben. Allein dadurch, dass wir den Leuten gegen die Seuche geholfen haben. Alles nichtig. Aber wenn Rukil und seine Leute es ins gelobte Land geschafft haben, dann hatte das doch einen Sinn. Mein Bildschirm will sich jetzt gerade nicht richtig einstellen. Egal. Ich mach gerade mal einen Schnitt. So, und da sind wir wieder mit Let's Play KOTOR. Jetzt geht's darum, ob wir auf Dantooine, der Enklave der Jedi, sicher sind. Oder ob das... Also, das meint Bastila und Karth meint, dass wir hier genauso abgeschossen werden können wie auf Taris. Also, da ich aber insgeheim Bastila anbaggern möchte, stimme ich mit Bastila überein. Wen wundert's? Ich rede nur Scheiße. Weiter. Hier können wir unsere Vorräte auffüllen und uns ausruhen. Wir brauchen Vorräte. Die Akademie ist ein Ort der mentalen und spirituellen Erholung. Schön. Die können wir alle gut brauchen, nach allem, was wir durchgemacht haben. Wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr recht. Es ist nur schwer zu ertragen, wenn man mit ansehen muss, wie ein ganzer Planet ausgelöscht wird. Ja. Ich weiß, dass Mission damit große Probleme hat. Sie wird einen Weg finden, ihre Trauer zu verarbeiten. Sie ist stärker, als sie wirkt. Sie braucht nur etwas Zeit. Sobald wir gelandet sind, muss ich mit dem Jedi-Rat sprechen. Ja, ich möchte ihre Meinung zu den jüngsten Ereignissen hören. Danach treffen wir uns außerhalb des Schiffs. Ich habe kurz mit dem Rat gesprochen. Okay. Man wünscht eine Unterredung mit euch. Wow. Wir sollten sofort aufbrechen. Ja. Eine Unterredung beim Rat der Jedi?
Ziemlich ungewöhnlich für jemanden, der nicht mal ein Jedi ist. Ist doch gut. Was soll das alles, Bastila? Tut mir leid, Karth. Aber das kann ich euch nicht sagen. Ich bitte euch nur um eines. Habt Vertrauen zur Macht und zur Weisheit des Rates. Haha, ich mag es nicht gern, wenn man mich im Unklaren lässt. Aber ich will nicht, dass ihr Scherereien mit euren Jedi-Meistern bekommt. Wir werden die Dinge in nächster Zeit auf eure Art regeln. Kommt, man erwartet uns. Ich werde euch zu den Ratskammern führen. Okay, solange du nicht mit dem Rat der Jedi gesprochen hast, kannst du keinen anderen Charakter auswählen. Okay. Moment. Jetzt Bild stelle ich ein. Haha, ich lasse euch erst vorlaufen. Scheiß Bild. Ah, ich hab's. Schön. Das hier ist die Enklave der Jedi. Wenn wir uns später noch genauer ansehen und alles. Schon ein Schwert. Los, tötet mich mit eurem Laserschwert. Ah, ihr habt da Angst. Oh, fürchte mich, Lur Alka Sulkas. Die Zitate, die ich bereits erwähnt habe, das sind auch manchmal nur Anlehnungen. Also jetzt irgendwie. Kann ich jetzt kein Beispiel geben, weil sonst merkt man es. Weil sonst wisst ihr es gleich und dann als. Er hat das gesagt, also ist es das Video. Genau. Also, weiter geht's. Hier lang. Ihr da, Padawan. Ich bin kein Padawan. Warum tragt ihr nicht die üblichen Jedi-Roben? Wollt ihr euch über die ehrenvollen Traditionen des Ordens lustig machen? Wie kommst du darauf, dass ich ein Padawan bin? Ich bin kein Padawan. Ich glaube, ihr irrt euch. Ich bin kein Padawan. Ich bin The Retro und gerade mit Bastila hierher gekommen. Ticke. Bastila? Ja. Ich habe von ihr gehört. Ja. Man sagt, sie beherrsche schon die Kunst der Kampfmeditation. Wohl. Bemerkenswert für eine so junge Person. Tja. Allerdings soll sie einen törichten Stolz auf ihre Fähigkeiten entwickelt haben. Was euch betrifft, ihr behauptet, kein Padawan zu sein? Das kann ich kaum glauben. Die Macht ist stark in euch. Was? Ich spüre ihre Präsenz. Wenn das ein Witz sein soll, dann ist er ziemlich schlecht. Man macht keine Witze über den Orden der Jedi. Ich kann mich gar nicht mehr an diesen Dialog erinnern. Ich sage die Wahrheit. Entschuldigt bitte, dass ich so kurz angebunden war. Es war vielleicht ungerecht. Unhöflich trifft er. Mein Meister mahnt mich immer wieder, ich solle meine Emotionen besser im Zaum halten. Ich muss noch viel lernen. Yeah. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Aufenthalt hier auf Dantooine. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Du Schlappe. Und jetzt sticht dich hier der Rucksack. Take this. Okay. Ich schneide dich in kleine Scheibchen. Für diese Beleidigung. Wir haben hier sogar schon die komplette Karte für den Bereich. Das ist bei den Raumhäfen immer so. War ein kleiner Spoiler. Aber ihr könnt damit noch nichts anfangen. Oh, da ist Karth. Hey, Karth. Sie warten drinnen auf euch. Okay. Hey, Karth. Sie warten drinnen auf euch. Okay. Ja, okay. Ich mein, hör ich jetzt auf. Da ist Bastila und da sind Jedi. Ein Kleinzwerg. Wie süß, Kartenzwerg. Rein. Ihr habt also Bastila gerettet. Ja. Es ist gut, dass ihr hier Sie seid. Sie willst du nicht zugeben. Wir haben über euren besonderen Fall gesprochen. Ich bin Zahn, ein Mitglied des Rates der Jedi. Und er spricht normal. Hier bei mir sind Master Rook, Master Vandar und natürlich der Chronist unserer Akademie.